Ivy führte, flink der Zug mich nach Langwitz wieder. Gestern noch im Häusermeer, in der Weltstadt Tosen, 10 Minuten hinterher, bunt umgeben von Rosen, 10 Minuten hinterher. Ich bin Heinz Rothe, bin 94 Jahre alt, also 1920 am 27. November in Berlin-Lichterfelde, und zwar in der Gardeschützenkaserne, wo heute der Bundesnachrichtendienst drin ist, geboren. Und hier in Langwitz habe ich dann auch meine Schulzeit in der Paul-Schneider-Schule in der Seilestraße hier begonnen und später im Realgymnasium am Bahnhof Langwitz. Auf beiden Seiten der Kaiser-Wilhelm-Straße fuhr also die 96, eine Straßenbahn. Der Kranholplatz war eigentlich früher ein Platz, wo also 4 Gleise waren. Dort waren die Einsetzer der 96, die dort ihre Anhänger ankuppelten oder abkuppelten. Dann begann der Krieg 1939 und Langwitz litt dann sehr in der Bombennacht 1943, sodass die Leute mit ihrem restlichen Hab und Gut auf der Frohm- und Galvezstraße standen und weiterer Dinge hofften, weiter Dinge heißt, auf Ende des Krieges. Wir hatten in der Klasse 2 jüdische Mitschüler, der eine hieß Kohn Büg. Ja, eines Morgens waren die beiden Plätze leer, der Studienrat, der sagte nur, die beiden kommen nicht mehr. Ja, da wurde nicht nachgefragt und wir haben also uns auch nichts dabei gedacht. Der Krieg war natürlich das Schlimmste, was es gibt. Ja, es war ein Wahnsinn, dieser große Krieg. Ich wohne also hier seit 1927 in der Siedlung mit Unterbrechung der Zeit, wo ich als 19-Jähriger wegging und als 30-Jähriger wiederkam. Ich fühle mich also hier wohl und habe also inzwischen hier auch einen großen Bekanntenkreis wieder und eine sagenhafte Familie. Zurückblicken kann ich also sagen, ich wohne seit 1951 hier in meiner Wohnung, fühle mich wohl und hoffe, dass der liebe Gott mich hier in dieser Wohnung noch ein Weilchen wohnen lässt.